So. Und so. Das war falsch. Ach, da sind wir wieder auf der Insel. Haben das Boot Moment. erledigt. Ab zurück. Roll 20. Wähl das aus, was ich ausgewählt haben will, bitte. Genau Vorhin das. ging's. Vorhin habe ich das Schiff gesehen. Jetzt werde ich es gleich noch viel schöner sehen. So. Und. Hauptsache, Nein. Hauptsache ich gehe mit 8 TP zum Boss, Alter. Hast du eh keine Bossfight So. easy. Du hattest noch 8. Du hattest noch 5. So, und ihr Ja. kommt jetzt quasi. Ja, ich bin Wie der Tank. wie rum geht ihr da gerade rauf? Oder beziehungsweise wir sagen es mal so. Ihr kommt jetzt von hier auf das Schiff und ihr könnt euch jetzt in diesen zwei Reihen hier so ein bisschen formatieren, in diesen Feldern. Wie ihr stehen wollt. Ich habe 8 TP zu meiner Verteidigung. Chrissy ist full life. Nee, nee, nee. Du hast ja ausgesucht, der Tank zu sein. Du wolltest Tank sein. Ja, genau, Ja, aber stell dich das heißt vor, nicht, dass ich mit 8 TP Hey, warum selbst dürfen die zwei sich da hinstellen? Weil ich noch nicht fertig mit verschieben bin. Das heißt nicht, dass ich Selbstmord begehe, nur weil ich der Tank bin. Tascha da und Gelik natürlich da. Wo auch sonst? Der überdeckt mich, der. Ja, ich arbeite gerade dran, so. So. Und Karl. Gut. Sehr, sehr schön. Damit seid ihr an Deck des Schiffs. Was sehen wir? Was sehe ich? Was sehe ich? Alle auf Wahrnehmung. Ja, was So. sehen wir? Tatsächlich seht ihr, dass dieses Schiff hier auf den ersten Blick komplett farblos zu sein scheint. Aber wenn man ganz genau hinguckt, merkt man, dass einfach nur auch auf diesem Schiff das komplette Holz, alles komplett mit Schimmel überzogen sind. Auf den ersten Blick hat man auch das Gefühl, dass da völlig intakte Segel dranhängen. Aber auch da merkt man, wenn man genauer hinsieht, dass das auch einfach nur große Planen aus Schimmel sind, die da von den Masten runterhängen. Und ansonsten ist es ruhig. Fast schon eine Totenstille auf diesem Schiff. Und er ist kein Witze. Untote Pferd. Bitte Untote. Ey, Wilmin, kannst du mit deinem nicht gefestigten Kältestrahl vielleicht Why? das Boot sauber machen? Weil ich mit meinem Heil bei Untoten Schaden mache. Deswegen, Baldrion, deswegen. Warte mal, mir fällt gerade was ein. Ich will nicht neben Baldrion stehen. Zu spät, ihr habt mich schon positioniert. Nein! Gelik ist natürlich wieder hinter allen anderen. Alter, ich schlag dich gleich, wenn du weiter nicht neben mir stehen willst. Du bist krank, Du hast. hast heute schon versucht, Hey anzugreifen. Nee. Gelik versucht anzugreifen. Also, wir müssen heute nicht mehr auf Wahrnehmung würfeln hier. Gerade. Also, jetzt gerade müsst ihr hier nicht auf Wahrnehmung würfeln. Ich zücke meinen Bogen und bereite mich darauf vor, auf irgendwas zu schießen, was ich sehen könnte. Mhm. Ich lauf mal weiter so hier Und auf wo das guckst Boot du und wenn dabei ich hin? Ne, Moment. Ja, hab mich jetzt schon. Also, so in den hinteren Bereich des Schiffes. Welchen hinteren Bereich? Keine Ahnung, eher so hier in dem Bereich, so, weißt du? In Okay. die Diagonale, so. Okay, das ist in Ordnung. So. Okay, Chromas möchte also gern den ersten Schritt machen, sehe ich das Genau, ich richtig? wollte gerne mal so hier hingehen und mich dann nochmal ein bisschen umgucken, ob ich vielleicht mehr sehe, wenn ich weiter auf dem Schiff drauf bin. Okay. Als du allerdings, du kannst da gerne hingehen, aber Tatsache ist, schon als du hier die Planke betrittst, hörst du von der Nein. Oh. Oh. Wenn ich wo die Planke betrete. Da? Nachdem du hier drauf trittst, ja. Also, du pingst schon wieder schon auf der falschen Ebene. Ups. Wenn du pingst. Dann machen wir's da. Okay. Du hörst. Wo war der Ping? Ihr alle hört Da, wo ich ein stehe. blödes Gebrabbel. Also, es ist egal. Du trittst auf eine Planke, es knarzt und das Gebrabbel geht los. Welche Planke das jetzt war, ist eigentlich wurscht. Und ich gehe nachher. Immer noch. Genau. Gut. Und tatsächlich, in dem Moment, in dem ihr auf die. In dem dieses Gebrabbel kommt, kommen von. Wo sind sie denn? Höchstwahrscheinlich von da. Initiative Wolf. Oder von da. Hoffentlich So. nicht von da. Schwupp. Und schwupp. Da. Und schwupp. Ich Ich sehe nur mag Dieter, drei. der hat den Kommen Hintergrund. drei grüne Gestalten daher. Und Initiativewurf. Ach,
Warum hat der mit Speer keinen Hintergrund und die ohne Speer einen Hintergrund? Also weil das ein anderer ist und ich von denen ohne Speer keins ohne Hintergrund gefunden habe. Oh. Wieder ein Initiativewurf? Ja. Hm. Ach, das läuft ja super. Aber echt, ne? Ich würde. Ah, ja. Doch. Alter. Ja, du hast nur einen D8 gewürfelt. Hä? Nee, oh, ich hab einen D8 gewürfelt. Stimmt. Lol, sorry. Stimmt. My bad. Er nimmt die 5. Bleibt eh. Oh mein Gott. Ups. Okay. Dann darf Hay noch werfen. Ich hab doch schon. Ach ja, da. Okay. 14. Nichts gesagt. Okay. Ich hab mich mit dem D8 voll vertan. Dann kommt Paldrion, dann kommt Hay. Oh. Dann kommen unsere ganz großen Würfe. Dann kommt erst Kromas, gefolgt von Wilmin, gefolgt von Belikur. So, dann werfen wir nochmal eben schnell. Gesundheit! Danke, Gesundheit. Eben noch schnell Tascha und Gelik. Wo seid ihr denn? Da seid ihr denn? Ja gut, die Tascha rühmt sich jetzt auch nicht unbedingt. Kommt dahin und Gelik wirft. Damit. Weil sie hat einfach plus 3 bei Initiative, Alter. Wow. Natürlich werfe ich jetzt wieder schlecht. Na klar, klar ist aber ja, gleich in der Kampfsituation für die Gegner bist du immer saugut. Das befürchte ich ehrlich gesagt auch. Ja, ich befürchte das hoffentlich auch. Pagu, mach mal das Dark Souls im Hintergrund aus. Ich hab's schon längst ausgemacht, aber es hat sich festgebrannt. So, und dann seid ihr noch dran. Ja, ich weiß auch, warum du das gerade schön gut ausmachst, weil ich gerade ganz vorne stehe. Weißt du, ich geh einmal nach vorne, ne? Kannst du mir geben. Natürlich. Ah, okay. Hey, wir haben einen langsamen Gegner. Ein, wow, und einen schnellen. So, dann kommt einer. Greift ja sogar vor mir an. Der greift sogar vor mir an. Ist das ein Bastard? So. Ich keine Kraft ausdrücke. Was macht der Obermarker? Entschuldige. Jetzt muss diese Folge für 16-Jährige und 18-Jährige sein. Peggy 16. Ups. Ja. Ups. Was hat der? Okay. Oh Gott. Ich nehme mal an, dass der ist immerhin nach Paldrion dran, ist doch schön. Ja, wow, was kann ich denn dagegen 3 machen, Alter? Ich kann 1 vielleicht rausnehmen mit Glück. So, und der. Du kannst wieder deinen Rundumschlag machen. Hier dran. Ich hab den noch nicht einmal gemacht. Dann kannst du jetzt ja mal machen. So. Und. Ich bin zweiter. Und schon wird losgerannt. Numero Uno greift an, beziehungsweise läuft los. Chrissy. Ach nee, Moment. Moment, jetzt muss ich kurz die Map angucken. Wo kommt der runter? Da kommt der runter. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 7. So. Und provoziert einen Gelegenheitsangriff von Kromas. Kromas. Das war Kromas. Einfach den Schaden auswürfeln. Ja, welchen Würfel? Das kommt auf die Waffe drauf an, die du benutzen möchtest. Ach so, mal. Mein Sternmesser war was? Der Klasse M und eine Meisterarbeit. Bedeutet, nein, M ist ein W4. Ich weiß jetzt nicht, was die Meisterarbeit dafür W4 bedeutet. W4 plus 1 dann, die Meisterarbeit. Ne, wobei, nee. Das plus 1 bedeutet nur, die Meisterarbeit heißt nur plus 1 auf den Grundangriffsbonus. Ich habe einen plus 1 Schaden. Das hätten wir vorhin berücksichtigen müssen. Aber Chris hat nicht mit also einfach nur ein W4 also da. Einfach der W4. Okay. Dann kriegt der hier schon mal einen Schaden. Ja, geil. Und dann greift er natürlich auch an. Trifft er? Jo. Wie hoch ist deine Rüstungsklasse? Reichen 16 aus? 16 reichen
aus. Okay, dann trifft er dich für einen Schaden. Wow. Immerhin mal ein schwacher Schaden. 1:1 Trade. So. Damit ist Paldreon dran. Ja. Und weil Paldreon nichts Besseres hat, bewegt er sich nach dort oder dort, ist die Frage. Da kommst du nicht drauf, da müsstest du das Schiff hochklettern. Ah, okay. Ihr müsst da vorne noch, oder da, wo Karl steht, die Treppe benutzen. Ich habe noch 8. Ah, okay. 8 TP. Ja, ja, ich greife deswegen nicht direkt an, weil ja, der Ding jetzt einfach von denen der Große geht. Kann... Also... Der hier? Ja, der da. Kein ja, Speer werfen. Oh, lol. Ja, ja, und der kommt auf jeden Fall wahrscheinlich ja nicht ran, also... Dann hat er einen Gelegenheitsangriff. Ich muss das so probieren. Ich muss hoffen, ja, dass die einen Gelegenheitsangriff provozieren. Anders kann ich es nicht machen mit 8 TP. Von daher muss ich mal. Ich bereite mich darauf vor, dass ich angegriffen werde. Von. Naja. Dieser Seite oder von hier halt. Also, dass ich von da bis da die Schräge jetzt abgesichert bin. Gut, geht von das? Da könnte ich jetzt eh keiner angreifen, weil die ja auch im Endeffekt da über die Treppe runter müssen. Ach, hier ist eine Treppe. Nee, da ist eine Treppe. Und dabei, Karl ist eine Treppe. Deswegen hat Schritte gezählt, um zu gucken, ob genau. Er bis zu mir kommt. Ach so, da ist eine Treppe, lol. Warte, dann, ich stand hier. 1, 2, 3. Nee. Ich muss gucken, 1. Nee, ich muss hier stehen bleiben. Ich bleib hier stehen und achte dann einfach auf... Den Bereich vor dir brauchst du nicht achten, weil das ist eine Gelegenheitsangriffszone. Ja, wer ist aber hinter mir ja auch. Das ist auch deine Gelegenheitsangriffszone. Ja, dann... Ich bereite trotzdem Waffenmanöver vor. Das geht, oder? Ach, egal, ich mach nichts mehr. Nee, ich mach nichts mehr. Ich warte auf Gelegenheitsangriff. Okay. 8 TP lohnt sich nicht, irgendwas zu machen. Dann... ist der hier, dran. Und der geht, 1, wie weit kann der, okay, 1, 2, 3, 4, 5, und der provoziert einen Gelegenheitsangriff von Karl. Dabei, warte, Karl war D6 plus 3, richtig? Genau. Alter, mein Falk hat einfach nur 4 TP, Alter, den kann ich nirgendwo in den Kampf schicken. Nirgendwo. Der ist ja auch für... Der ist für dich ja auch eher als magischer Fokus gedacht, nicht als Waffe. Ich weiß. Gut. Und dann greift der natürlich auch Karl an. War besser gesehen, dass da eine Treppe ist. So. Das war's mal so. Was hast denn du für einen Grundangriffsbonus? Das ist doch schön. Nächste Frage: Was hat Karl für eine Rüstungsklasse? Müsste bei den Stats bei stehen. Ich hab das bei meinem Falkenball stehen. Wo ist er denn der? Immer verdammt, da ist er. Und wir haben eine Rüstungsklasse von 14! Der Angriff geht daneben! Nice! Ich mach mir hier mal kurz einen Marker bei Karl rein. Wir werden ihn noch brauchen, so. Gut! Damit hat der seinen Zug beendet und Hay ist dran. Okay. Ich höre auf zu zielen, würde ich sagen. Mhm. Bei mir ist gerade irgendwie die Karte verschwunden. Was? Bei mir ist er noch da. Ist er auch da. Bei mir ist die Karte verschwunden. Bei mir auch. Was, noch da oder verschwunden? Noch da. Ich habe hier nur eine weiße Fläche, lol. Ihr solltet keine weiße Fläche haben, ihr solltet ein Boot sehen. F5. Ja. Moment, ich kann mal versuchen, Please, wenn ich F5. Einmal ja. Verschiebe und wieder zurücksetze, vielleicht geht's dann. Hago, wir sehen's alle. Ist er bei Chrissy? Ist er wieder da? Ich hab gerade die Seite neu geladen. Okay. Überleg gerade. Ich glaube... Ich möchte... Jetzt sehe ich da wieder ein Boot. 1, 2 Felder mich nach vorne bewegen.
Und dann einen Kältestrahl auf den da machen. Mhm. So, dann Kältestrahl. Wie viel Schaden war das nochmal? Erstmal der W20 plus dein Intelligenzmodifikator. Ob du überhaupt triffst. Ja. Ah, warte mal. Intelligenz ist einer bei mir. 12, super. Oh Gott, das tut mir gerade so leid. Mache ich eigentlich. Autsch. Das ist. Es ist zwar Eis, das sich da bildet, aber es ist ihm herzlich egal. Ja, bis zum nächsten Mal. Er schüttelt das tatsächlich einfach nur ab. Weckt mich dann in 10 Minuten, wenn ich wieder versuchen darf. So, damit ist Gelik dran. Gelik zückt seinen Bogen. Und er zielt auf. Wen zielt er denn? Und ich will so schießen. Nicht ganz. Er zielt eher auf den, der bei Karl steht. So, und er schießt. Muss mal kurz so machen, damit ich den Strich da wegmachen kann. Er schießt und er. Warum? Okay. Moment. Ich glaube, meine eingezeichnete Route war doch richtig. Wenn es nur so wäre. Oh. Okay. Gott denkt nach. Wer hat da Langeweile? Ich möchte sagen, dass der Pfeil wenigstens nur auf Karl geht. Also ich hätte den lieber genommen. Aber gut. Und er macht... Oh, ja. Wie viel Schaden macht er denn mit seinem Bogen? So. Und Karl bekommt 3 Schaden. Das muss ich. Warte, denn ich. Die rote Welt war für Leben bei Karl, richtig? Kannst du angeben, ja. Er hat insgesamt 11 TP. Ja, das und 3 jetzt verloren. Ja, dann hat sich das jetzt. Ändert. Gut. Wie viel TP hat er insgesamt? 13. Alter, lol. Fast mehr als du, ne? Damit ist Tascha dran, in der Hoffnung, dass sie ich jetzt etwas 18, Sinnvolleres also. Zustande bekommt. Und... Ach, die hat ja auch... Nein, ich hab 18 TP. So. Und die gute Tascha macht sich jetzt erstmal hier an allen vorbei auf den Weg hierhin. Provoziert dabei einen Gelegenheitsangriff. Provoziert sie aber nicht sogar 2, wenn sie über die Leiter geht. Stimmt. Sie kann sich da nicht hinstellen, weil Karl da steht. Kann sie nicht kann sie nicht schräg gehen, also hier und dann so. Weil da so eine Umzäunung ist bei dem Schiff, quasi so eine Art Gatter, an dem sie nicht einfach schräg vorbeilaufen kann, wenn sie da die Treppe hochgeht. Sie aber, wenn sie da steht, nicht ihn auch angreifen können? Sie hat ja keine Möglichkeit. Da kann sie nicht stehen, weil Karl sie kann ja nicht stehen, weil Karl 4 Felder groß ist. Okay, neuer Plan. Alles doof. Sie geht dahin. Immer dieser Karl. So. Und sie kriegt wenigstens nur einen Schaden aus dem Gelegenheitsangriff. So, und jetzt komm, Mädel. Du hast einen Grundangriffsbonus von plus 2. Jetzt triff doch bitte mal was. Nee. Nein. Ich möchte nicht. Netter Versuch. Oh, sowas von nee. Okay. Ehrlich gesagt, ein netter Versuch, aber nee. Damit ist Chromas dran. Was bringt mir jetzt nochmal die Meisterarbeit?
Plus auf? Plus 1 auf den Grundangriffsbonus. Okay. Also, wenn du damit angreifst, kriegst du quasi nochmal einen dazu. Angreifen. Mhm. Dann tu dies. So traurig, dass unser Assassine nachfragen muss, wie man... in einer vierten Runde. Und so dann... ging auch dieser Angriff daneben. Und dann immer so große Töne spuckt, dass wir nichts hinkriegen. Ey, wann hab ich mal große Töne gespuckt, dass ihr nichts hinkriegt? Ja. Tja. Erstmal schön lachen, wenn Heidelhörn versucht, seine Axt nach einem Gegner zu schwingen, dass es ja auf jeden Fall Hay töten würde. So. Ja, darüber mache ich aber immer Witze. Dass jeder eine 1 würfelt. Gut, damit ist Wilmin dran. Gut, dann begebe ich mich. Mache ich das 2, 3, 4, 5, 6. Oh nein, dahin. Mhm. 4, 5, 6, 7. Hier hin. Mhm. Und wirke einen doppelten Kältestrahl auf den. Gut. Das funktioniert. 20? Komm schon! Ja. Stecken! Was passiert jetzt? Nichts. Schade. Moment. Muss der Wurf. Ja, der Wurf muss überbieten. Okay. Dann passiert tatsächlich nichts. Okay. Es passiert wieder Wasser, sagen wir es so. Du gießt die halt gerne. So Runde ist heute ein einziger Fledermausschwarm. Das ist schrecklich. Okay, da ist Belikor dran. Ich will mich da nicht in die Reichweite begeben. Ich schmeiß einen Stein. Mhm. Auf den. Du hast ja noch 2. Richtig. Gut. Dann auch hier wieder der Trefferwurf. Ja, bin dabei. nee. Oder auch nicht. Ja, nein. Gut. Oder auch kein Trefferwurf. Okay, damit ist... Da. Welcher Karl. Nee, Karl. Stimmt, Karl ist dran. Stimmt. Karl darf auch angreifen, oder nicht? Stimmt, dann kannst du Karl angreifen lassen. Dann möchte ich nochmal Karl angreifen lassen. Mhm. Karl hat plus 1, richtig? Karl muss ja. Mit in die Turn Order. Ja, ich denke auch. Ich werde ihn gleich mal mit aufnehmen. Aber auch Karl schafft das wahrscheinlich nicht. Aber immerhin hat Karl jetzt einen Turn. Echt? Das bedeutet eigentlich die ganzen Nullen da bei der Turn, oder? Das ist eigentlich ein Mitzähler wahrscheinlich. Das würde mitzählen, wenn jetzt jemand vorbereitet oder sowas. Das lohnt sich aber nur bei den wirklich großen Gegnermassen. Oder wenn man mehrere Gegner mit einem Turn versehen möchte, kann man das auch benutzen. Du kannst zum Beispiel mit einem meiner Zauber zum Beispiel vier Runden jemanden verängstigen. Also. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, das mitzuzählen, ja. Ja, ich habe mir das nochmal angeguckt, ich sollte vielleicht nicht magische Steine nehmen, sondern sowas. Ich kann einfach einen Befehl verteilen. Der will ich und dann musst du das eine Runde machen, egal was. Mach Platz! Okay, wer ist dran? Der da ist das, okay. Nein, greift deinen Kumpel an. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der hier provoziert einen Gelegenheitsangriff von Wilmin. Das war ein D4. Musst du mit der Faust zuschlagen? Ja, ich hab nichts anderes. Dann ist es ein W3. Es sei denn, ich nehme meinen Halblingsschleuderstab. Also, den Stab. Geht das? Was ist das für ein Ding? Ist das die Schleuder für die Steine, oder? Ja. Dann wäre es eine improvisierte Waffe, wäre trotzdem ein W3. Okay, wäre aber tödlich. Nee, wäre nicht tödlich. Nee, das ein Pfeil ist eine tödliche improvisierte Waffe. Ja, okay. Eine Holzschleuder, eher nicht so. Ich mache 2 Schaden. Das ist doch schon mal was. Damit kriegt der 2 Schaden und greift Wilmin an.
Und er trifft. Ja. Keine 20. Für 2 Schaden. Wer hätte erwartet, frage ich. Bei mir wäre das eine 20 geworden. Das ist traurigerweise wahr. Ich wurde heute schon 3-mal gecrittet, oder? Ich glaube ja, ehrlich gesagt. Aber Pago, wenn du wirklich nach Günther Jauch gehst, dann muss Tommy aber den Moderator machen. Stimmt auch wieder, sonst funktioniert's nicht. Na gut, dann gucken wir doch mal, was der hier macht. Der hier greift Chromas weiter an. Lustig, geil. Du gehst da einfach mit einem D8 hin im Würfelzimmer und haltest das durch 2 und dann ist es deine Antwort im Werbe Millionär. Ich glaube, der trifft mich nicht. Ich glaube tatsächlich auch nicht. Darf ruhig auch mal passieren. Damit ist Paldrian dran. Jo. Ich habe einfach keinen Plan, was ich machen soll. Kann ich mit 8 TP in Gelegenheit entgegennehmen. Er traut sich nicht wegen den potenziellen Gelegenheitsangriffen. Kommt für euch. Okay. Wie viel? Gelegenheitsangriff kommt. Gelegenheitsangriff trifft mit 3 Schaden. Jupp, wieder runter auf 5. Alles klar. Und damit kannst du ihn angreifen. Das wird eh nix, oder? Oh, 16. Das reicht. Oh. Dann kannst du Schaden auswürfeln. Gott sei Dank, Alter. 7. Und er ist tot. Oh. Sehr gut gemacht. Komm Leute, einer ist weg. Mehr. Das war der erste, so. Habe ich irgendwie den meisten Schaden an ihm gemacht, nur mal so als Frage. Ja. Damit kommt der große böse Link, der bei Karl steht. Und auch immer noch ein Speer hat, ne? Und auch immer noch ein Speer hat, ja. Ja. Also Leute, ich habe 5 HP, wenn der mich trifft, bin ich down. Das ist absolut richtig, aber der ist gerade sehr auf Karl fixiert. Und er attackiert Karl. Aber trifft ihn nicht. Es darf auch mal passieren. Damit ist Hay dran. Okay. Ich möchte... Es ist schon wieder 20 Minuten rum. Ja, es sind wieder 20 Minuten rum. Es geht so schnell rum, es ist unglaublich. Wo sind jetzt überall die Treppen, wo er runterkommen kann? Da, wo Karl steht und irgendwo da bei Wilmir. Eine ist da und eine ist da. Möchte ich dahin gehen und meinen Kampfstab zucken. Kannst du kein Energiegeschoss mehr wirken? Doch, aber wir haben vielleicht noch einen großen Boss gleich vor uns. Ein Argument. Okay. Ich habe übrigens noch, falls es irgendwen... Also ich habe auch noch den Säurespritzer als Zauber. Ich kann den heute noch 3-mal wirken. Das kannst du. Der macht 1W3 Schaden, aber irgendwie... Ist so also voll nicht. Egal. Ich hoffe, der Boss ist untot. Ich hoffe es das auch. Das glaube ich nicht. Ja. Also du hast deinen Kampfstab gezückt. Ja. Bereite mich halt vor, auf dass er mich angreifen will. Okay. Dann, wenn du jetzt nur vorbereitest, ist Gelik wieder dran, der erneut versucht, auf den Kollegen hier einen Pfeil zu schießen. Und dieses Mal keine 1 würfelt. Ich möchte es ihm zumindest geraten haben. Nee, er würfelt eine 2. Das schon der? Nee. Immerhin keine 1, aber getroffen hat er auch nicht. Damit ist Tascha dran. Alter, lass sie auf den zustürmen. Wie viel TP hat die noch? Geht auf den zu, kriegt einen Gelegenheitsangriff ins Gesicht. Kassiert 2 Schaden. 2 Schaden, so. Und greift an.
Und trifft nicht. Warte mal, mit 15 trifft sie nicht. 16 brauchst du. Damit ist Chromas dran. Aua, das war super. Wenn du mit nicht trifft, brauchst du, musst du eine Rüstklasse von 16 überbieten, damit du treffen kannst. Hm. Also, nee, von 15 überbieten, 16 zählt. 16 kannst du treffen. Gut, das ist ein Gelegenheitsangriff und es gibt natürlich wieder 4 Schaden. Der ist voll HP. Warum Würfel? Warum? Okay. Und Chromas kann angreifen. Und der Angriff trifft. Lucky, Alter. Dann kannst du jetzt den Schaden auswürfeln. Und auch der sagt des Todes mächtig geworden zu Tode.